Herzlich willkommen zu unserem Ingolstädter Smalltalk Spezial, diesmal mit einem wirklichen Special Guest. Und zwar, ich muss jetzt auch Doktor sagen, weil ich kenne dich eigentlich noch ohne Doktor, aber Dr. Christian Schaff. Genau. Er ist OB-Kandidat und wurde letzte Woche mit 45 Stimmen von der SPD gewählt und stellt sich jetzt meinen kritischen Fragen. Genau. Und die erste kritische Frage, die ich stelle: Wie gut kannst du dich an unsere Zivi-Zeit noch erinnern? Kann ich mich super erinnern. Weil da waren wir im Heilig-Geist-Spital zusammen. Genau. War eine super Zeit. Ja. Wir waren zu viert. Karl Thomas Batz und der Jürgen. Weiß ich noch. Nachnamen weiß ich nicht mehr. Ich weiß den Nachnamen auch nicht mehr. Ne? Ich kann hier mal kurz ein paar Bilder einblenden. Schaut mal her, das hier. Gibt es jetzt groß auch nochmal. Mit der peinlichen Hose. Gottes Willen. Es gibt ja noch peinlichere Fotos, muss ich zugeben, aber die zeigen wir euch nicht. Genau. Die bleiben unter Verschluss. Erst wenn du OB bist, dann kamen sie wieder raus. Und hier habe ich eins mit Pfeife. Du warst damals so... Ja, die war so ein Splin damals, ja genau. Ja. Ich bin eigentlich nicht Raucher, aber damals war es eine Phase. Ich kann mich auch erinnern, ja. Du hast ihn eigentlich so ab und zu mal einmal am Tag oder so vielleicht einmal die Woche rausgeholt. Genau. Und ja, das durfte man damals auch noch in den Räumen. Also das wäre ja heute undenkbar. Ja. Als es gemütlich wurde bei uns im Heilig-Geist-Spital. Genau. Ja. Hast du noch Kontakt zu den anderen? Den Karl Thomas Batz habe ich gar nicht mehr gesehen, den Jürgen auch nicht mehr. Also leider nicht. Ab und zu war ich mal danach noch so Weihnachtsfeiern ab und zu im Neuburger Kasten. Und nee, aber sonst sind ja ganz andere Leute jetzt da mittlerweile. Nach dem Zivi ging es ja für dich gleich ins Studium. Genau. Du hast da deinen Doktor gemacht, promoviert. Nee, nach dem Studium, ja klar. Rechtswissenschaften. Genau. Ich kann mich noch daran erinnern, bei der Zivi-Zeit eben auch, dass du damals schon bei den Jusos sehr aktiv warst. Stimmt, das war nämlich genau die Zeit, da war ich dann Juso-Unterbezirksvorsitzender auch, genau, 93, 94, das war genau die Zeit, ja, genau. Und ein Moment auch, den ich auch nicht vergessen habe, da bist du einmal ganz frustriert von einer Mitgliederversammlung oder so zu uns in die Zivildienststelle gekommen und hast gesagt, das gibt's ja nicht, bis wir endlich was nach oben kriegen, das dauert so lange, bis die große Partei, also die SPD, euch Jusos akzeptiert oder die Vorschläge von euch akzeptiert. Du warst ja da somit schon sehr politisch. Ich dachte mir, entweder bricht er es jetzt ab oder er zieht es durch. Und du hast da eindeutig durchgezogen. Gab es da noch weitere Momente, wo du gesagt hast, ach nee, ich möchte doch in die ganz normale Wirtschaft gehen? Gut, ich war ja dann weiter parteilich nicht mehr so aktiv, weil während des Studiums war die Zeit gar nicht da. Ich war dann zwar schon insoweit engagiert, als ich Stipendiatensprecher war von der Friedrich-Ebert-Stiftung, war dann in München im Ortsverein mal, also das war aber nicht, also schon im Vorstand, aber jetzt nicht das Riesenengagement war es jetzt nicht. Also es war immer so, peu à peu hat man sich so vorgehangelt und war natürlich auch hauptsächlich im Rathaus dann, also bin dann später meiner beruflichen Tätigkeit nachgegangen und habe geschaut, dass ich die Karriere befördere. Genau. Muss man sagen, du warst der stellvertretende Leiter des OB-Büros und damals und danach auch noch stellvertretender Leiter des Direktoriums mit 500 Mitarbeitern. Mhm. Also Respekt erst einmal. Mhm. Du hast da was geschafft und ich stehe da und drücke hier höchstens mal den Tusch-Button oder Kamelle. So. Ah, sehr gut. Ja. Das gefällt dir, oder? Am Marsch! Blasmusik. Für dich habe ich was. Stimmt, ja genau. Für dich habe ich hier was. Achtung. Auch gut, ja. Ja, oder? Passt schon. Oder wenn wir schon von München reden. Sehr gut. Ach, übrigens, der Bierpreis Oktoberfest 11,80 €. Also, ja. Nur das, so am Rande. Ist nicht nachahmen. Ein, zwei wichtigsten Punkte für ein besseres Ingolstadt. Ich würde anfangen mit einem besseren und einem neueren politischen Stil, andere politische Kultur. Mir ist aufgefallen, das Klima im Stadtrat ist nicht gerade das Beste. Daran wäre mir gelegen, dass man wieder mehr zu mehr Miteinander kommt im Stadtrat, in der Zusammenarbeit und dass man einfach am Klima etwas ändert, weil nur dann funktioniert es auch, wenn alle an einem Strang ziehen und wenn die besten Konzepte gewinnen und nicht nur die einer Partei. Das ist mein echtes Anliegen. Dann natürlich das Thema Mobilität ist, glaube ich, auch ein ganz zentrales Thema. Öffentlicher Personennahverkehr ist mir viel zu kurz gekommen in die letzten Jahrzehnte schon fast in Ingolstadt. Und bezahlbarer Wohnraum, Grünring, der zweite Grünring, die Absicherung davon. Also man hat ja erlebt, dass immer wieder mal so ein Stück abgezwackt wird. Ja. Ich glaube, da muss man echt mal dahin kommen, dass wir das wieder mal auf gescheite Füße stellen. Auch in der Stadtentwicklungspolitik geht noch einen Schritt weiter natürlich, jetzt nur Grünring. Damit man wieder mal eine langfristige Perspektive für eine Stadtentwicklungsplanung kommen. Mhm. Wo wollen wir hin mit dieser Stadt? Wie wollen wir uns entwickeln? Wie soll es weitergehen? Das sind jetzt Punkte, die du genannt hast, die aber auch wirklich alle sehr langfristig sind. Gutes Klima im Stadtrat kann man hinkriegen. Das geht relativ kurzfristig, aber der zweite Grünring oder Stadtbahn, was ja auch angesprochen wurde, richtig, das kann man jetzt nicht innerhalb von ein, zwei Jahren hinkriegen. Das braucht schon
mehr Zeit. Mhm. Was sind deine kurzfristigen Ziele? Die gibt es im Laufe der Aufstellung unseres Wahlprogramms. Ich werde auf jeden Fall ein 100-Tage-Programm aufsetzen. Ist natürlich jetzt noch zu früh, stehen wir ganz am Anfang. Und da sind natürlich dann die Maßnahmen, die ich als allererstes dann umsetzen werde. Aber das kommt noch. Okay, also dürfen wir noch gespannt sein. Das genau. Heißt, eventuell beim zweiten Smalltalk dann genau. Bei mir. Okay. Ja. Ein Punkt ist auch Kultur in der Stadt Ingolstadt. Ja. Frage an dich, welche Veranstaltungen sind toll, die wir haben und welche fehlen noch? Es gibt, sagen wir mal so, es gibt, als wir noch in unserer Jugend waren, gab es bei weitem nicht so viele Veranstaltungen, finde ich, als es jetzt gibt. Ich glaube, die Vielfalt ist schon gestiegen. Auch Kneipenlandschaft, also damals, was gab es denn? Kupferstraße, das Tagblatt. Also es war eher überschaubar. Ich habe das Gefühl, es tut sich jetzt viel mehr. Man merkt auch die Studenten in der Stadt. Und ja, also ich finde, da ist Ingolstadt, denke ich, schon auf einem ganz guten Weg. Okay, also ich habe da jetzt ein bisschen anderen Eindruck, wenn man denkt, Open Flair soll jetzt wegfallen oder ist eigentlich mehr oder minder weggefallen. Wir haben das Jungwirtefest damals, Wirtefest gibt es auch nicht mehr. Mhm. Man kann einige Sachen aufsehen. Audi Sommerfest hatten wir im Sportpark, es gab auf der Plaza was. Es ist schon relativ viel weggefallen und nichts Neues dazugekommen. Also ich denke, da sehe ich es ein bisschen anders, aber gut, ich beschäftige mich auch mehr mit den Veranstaltungen, das, eindeutig. Mhm. Was sind aber deine Highlights in Ingolstadt? Wo sollte man hingehen? Auf welche Veranstaltungen? Ich habe 3 kleine Kinder, deswegen ich tue mir ein bisschen schwer. Ich komme. Oh yeah! Genau. Ich komme leider nicht mehr so. Du kommst so, direkt durchaus also, aus. Wenn ich mal am Abend daheim bin, dann, ehrlich gesagt, dann sind wir froh, wenn die Rasselbande im Bett ist. Und dann bin ich echt nicht mehr, also der im Moment nicht der Typ, der da großartig Lust hat. Gut, dann frage ich dich erstmal nichts über Veranstaltungen. Prost. Ja. Ist nur Wasser, aber zum Wohl. Ja, gut, passt schon. So, so. Klappt ja die Spitze heute. Höllentechnik. Veranstaltungen können wir somit abhaken. Und neue politische Kultur haben wir auch gesagt gehabt, Grünring auch, soziales Ingolstadt, bezahlbarer Wohnraum. Wie willst du bezahlbaren Wohnraum hinkriegen? Ja, ist nicht ganz so einfach, weil die, ja, ist so, ja. Weil die Stadt, ich meine, das ist der Fluch des Erfolgs natürlich. Wenn eine Stadt erfolgreich ist, dann ziehen viele Menschen zu und wenn die Nachfrage steigt und das Angebot knapp ist, dann steigen die Preise. Das ist zunächst mal so, ja. Die Stadt kann natürlich schon auch was tun von sich aus. Ich habe es ja genannt, also eine Möglichkeit wäre, dass man, wenn neue Bebauungspläne erlassen werden, dass die Stadt darauf hinwirkt, dass ein Investor oder ein Bauträger sich dazu verpflichtet, einen bestimmten Anteil sozialgebundenen Wohnraum zu schaffen. Mhm. Das geht rechtlich, ja. Machen viele Städte. Ingolstadt macht sehr zurückhaltend, wäre vielleicht ein Instrument, das man viel stärker ausbauen sollte. Ich denke vor allem jetzt ans Rita-Gelände, das jetzt neu entwickelt werden soll. Ein Riesenplatz, ja. Richtig, ja. Genau. Dann auch die Unterstützung für Baugemeinschaften, für Genossenschaften, dass die Stadt halt sich ein bisschen umtut und schaut, ob man die denn unterstützen kann, dass man ihnen Grundstücke zur Verfügung stellt. Die Genossenschaftsidee ist nach wie vor aktuell meines Erachtens. Und dann halt auch schaut, dass die Wohnungen der eigenen Wohnungsbaugesellschaft, der GWG, halt auch im Neubausegment, bei der Neuvermietung, auch in einem überschaubaren Rahmen bleibt. Also das sind die Instrumente, die man selber in der Hand hat. Und das findet in der Form nicht statt? Das findet, also einen kommunalen Mietspiegel haben wir nicht, also was die eigene Wohnungsbaugesellschaft anbelangt, das wäre zum Beispiel was man einführen könnte. Mhm. Und die sozial gerechte Bodennutzung findet ja so auch nicht durchgängig statt. Also das wäre tatsächlich was man also originär hier mal einführen müsste. Wer mehr darüber erfahren will, schaut mal kurz hier runter, wir verlinken dein Programm, dann könnt ihr euch da informieren. Jo. Dann schauen wir noch mal ganz kurz, wie es in der Region allgemein aussieht. Also wir haben hier in Pfaffenhofen haben wir die SPD, da haben wir den Thomas Herker. In Eichstätt haben wir den Andreas Steppberger, der ist von den Freien Wählern. Und ansonsten Neuburg und Schrobenhausen, da haben wir die CSU. Mhm. München ist seit 1984 auch in SPD-Hand. Genau, eigentlich schon seit 1948. Das war ein kleines Interregnum zwischen 78 und 84, wo Kiesel von der CSU in München OB war. Aber ansonsten, bis auf die 6 Jahre, war es seit 48 tatsächlich durchgängig SPD-regiert. Also wenn ich mir das jetzt hier bei uns so ein bisschen oberbayernmäßig anschaue, SPD hat auf jeden Fall einiges unter der Hand. Frage an dich jetzt hier. Achtung, jetzt kommt, ich muss zugeben, ich wüsste die Antwort nie, du musst du eigentlich auch nicht wissen, ich bin nur gespannt, ob du es weißt. Mhm. Also, wie viele OBs hatte Ingolstadt seit 1818? Oh, das
Fiese Frage. Also nach 45 hätte ich es vielleicht noch zusammengebracht, aber 18, 18 ist schon eine harte Nummer. Zum Raten, oder? Ja, rat mal. 12, 15. Oh. Aber nicht schlecht, 20 waren es. Ach doch, so 20. Ja, genau. Okay. Dann wärst du sozusagen der 21. Ah ja. Auch nicht schlecht, neue Zeitrechnung. Ja. So. Wie viele von den 20 waren Frauen? Keine. Richtig, keine Frau. Und hier habe ich noch eine Frage, aber ich habe die Antwort nicht hingeschrieben. Also, wie viele davon waren von der SPD? Also, vor dem Krieg wüsste ich es jetzt nicht. Nach dem Krieg war es halt der Stingel-Wagner und der Strobel war, glaube ich, nicht. Oder? War der Strobel, Obi? Zwei waren es. Genau. Yeah. Gut. Alles richtig gesagt. Okay, dann habe ich noch drei Fragen von den Zuschauern, also über Facebook oder über Instagram. Oh. So, fangen wir an. Ich glaube, das war Instagram. Ja. Jan Pütz 64. Deine Lösungsansätze für die Belastung der Straßen in Ingolstadt, besonders beim Audi-Schichtwechsel. Ja, gutes Thema ist eben das Thema Mobilität. Also ich bin der Meinung, wir müssen wirklich viel stärkeren Fokus in den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs legen. Mhm. Wenn der Ansatz natürlich so lautet, wir geben bloß im Jahr 12 oder 15 Millionen, keine Ahnung wie viel, macht's was draus, das ist keine politische Gestaltung meines Erachtens. Also der Fokus muss sein, was ist notwendig, damit wir mehr Leute in den ÖPNV bekommen. Das ist nicht nur Bus, also die Busse müssen enger getaktet werden, vielleicht auch Expressbuslinien noch verstärkt ins Audi-Werk, aber auch die alternativen Massenverkehrsmittel, da haben wir ja bis auf Busse nichts. Und es ist auch nicht absehbar, dass wir da was kriegen. Also es gibt andere Städte, haben S-Bahnen, also Stadtbahnen oder Trambahnen oder auch vielleicht Seilbahnen, ist jetzt ganz innovativ. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also da müssen wir ran, finde ich, dass die Leute auch bereit sind, und zwar freiwillig und gern umzusteigen. Die steigen nur dann um auf dem ÖPNV, wenn der ÖPNV schneller ist und wenn er besser ist, wenn sie einen Vorteil darin haben. Weil ich steige auch nicht in den Bus, wenn ich sage, ja, da brauche ich ja länger als mit dem Auto. Vor allem mit dem Auto, ist doch ganz klar. Ja. Genau, also deswegen, das muss einfach besser werden und dann würde sich auch die Situation im Berufsverkehr einfach entzerren und verbessern. Wie schnell kriegt man sowas hin? Das kriegt man nicht so schnell hin, ja. Das muss man den Leuten auch ganz ehrlich sagen, weil da hätte man schon viel früher anfangen müssen. Aber irgendwann muss man halt einmal anfangen. Und dann, ja, würde ich sagen, machen wir das einfach ab nächsten Jahr. Also am besten nicht gleich, sofort. Genau. Einsteigen, ja. Bernd Königer, wieso kandidiert man aussichtslos in einer aussterbenden Partei? Ja, das liest man auf Facebook gelegentlich, das ist richtig. Ich glaube nicht, dass die Partei aussterbend ist. Ich habe erst kürzlich, ist jetzt 100-jähriges Jubiläum der Räterevolution 1919. Und da war die SPD, gab es ja die Abspaltung SPD-USPD, also heute würde man vielleicht sagen Linkspartei, da war die SPD mal teilweise ziemlich im Tal, wo man nicht gewusst hat, ob das noch was wird, wieder. Aber die SPD ist wieder gekommen, deswegen bin ich zuversichtlich, die Partei ist 150 Jahre alt, also ich glaube, dass die nächsten Jahre durchaus, dass es weitergeht und auch wieder bergauf geht. Und ich sehe nicht, dass die Kandidatur aussichtslos ist, das sehe ich überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, dass wir diesmal ganz gute Chancen haben und ich glaube, das muss packen, ganz ehrlich gesagt. Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Danke. Prost. Prost, Bernhard. Auf die Kandidatur, natürlich viel Erfolg dabei. Danke. Bernd König sagt aber auch hier, Mut hat der Doktor auf jeden Fall. So. Und dann haben wir hier noch den Hans-Martin Kurker, der ist politisch auch sehr aktiv. Was denkt er über eine zusätzliche Donauquerung? Und ja genau, machen wir das zuerst. Halte ich nichts davon, weil die Entlastung gibt ja ein Gutachten dazu über die Wirkungen einer vierten Donauquerung, also die Untertunnelung des Auwalds östlich dann von Gerolfing, wenn man raufgeht. Das Gutachten hat gezeigt, dass die Entlastung für die westliche Ringstraße, aber auch für die Hahnwörther Straße nicht so ist, dass es das rechtfertigen würde, diesen Aufwand. Das kostet ein paar hundert Millionen Euro und der Auwald ist unter Umständen kaputt. Da war wirklich die Idee, dass man technisch geht es sicher, aber ich meine, das kostet ein paar hundert Millionen Euro. Ja. Und ich meine, man kommt dann irgendwo raus, dann weiß ich nicht, Gerolfing bei der Ochsenmühlstraße vielleicht. Und ich halte davon nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wir müssen und vor allem muss ja sehen, der Stau gerade in der Hahnwörther Straße, das konzentriert sich hauptsächlich zu den Hauptverkehrszeiten, also
in der Früh, am Abend. Ja. Zwischendurch ist es ja gar nicht so tragisch. Also deswegen bin ich sehr skeptisch, ob man da wirklich so viel Geld verbraten soll und da die Natur da kaputt machen soll an der Stelle. Das kann man anders hinbekommen. Was ist deine Idee? Ich habe ja gesagt, lasst uns mal prüfen, ob wir nicht im Westen nicht die Seilbahn über die Donau führen. Das sind minimale Eingriffe. Und man muss mal bloß schauen, dass das nicht über irgendwelche Gartengrundstücke geht. Das wollen die Leute nicht. Ich würde es auch nicht wollen. Ja. Da muss man halt schauen, wenn wir da eine Trasse schaffen könnten über Westpark bis zur Audi. Also die Untersuchungen haben gezeigt, in 20 Minuten, wenn wir da vom Südwesten, wenn wir in 20 Minuten bei der Audi, wäre eine tolle Sache. Wäre nicht so blöd, sollten wir uns anschauen. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Das Ganze ist ja im 15. März 2020, genau. Okay, und jeder Bürger ist dazu aufgerufen, dich zu wählen. Ganz genau. Einfach Kreuzchen. Liste 5 diesmal SPD. Nicht Liste 5? Ja. Liste 5, okay. Und was machst du, wenn du gewinnen solltest als erstes dann? Das kommt im 100-Tage-Programm. Ah, okay. Genau. Dann vielleicht hier so schön mit der Familie feiern, mit deinen drei Kindern. Gratuliere übrigens zu drei Kindern. Ja, danke. Soweit habe ich es nicht geschafft. Ja, herzlichen Dank fürs Kommen. Ich danke dir für die Einladung. Persönlich auch viel, viel Erfolg. Dankeschön. Und wir sehen uns beim zweiten Smalltalk. Machen wir so ein 100-Tage-Ding, wo du sagst, wie Stand der Dinge ist. Genau, gerne. Okay? Ja, super. Alles klar. Danke, Daniel. Dann hier, Dankeschön und super. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.